Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von COD MW3 auf der neuen Karte Erosion. Also gut, so neu ist sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ist glaube ich schon ein paar Wochen mittlerweile. Ich glaube es ist 2 Wochen her. Und warum höre ich gerade Störgeräusche? Das sollte eigentlich nicht sein. Weil ich gerade eine Nachricht bei WhatsApp bekommen habe. Das ist jetzt doof. Warte kurz. Ich mach mein Handy gerade mal eben schnell in den Offline-Modus. So. Jedenfalls. Wundert euch nicht, warum die Perspektive hier so komisch ist. Ich habe dieses Spiel an einer Konsole gespielt mit zusammen mit Thomas. Vielleicht kennt ihr ihn erst der coolste Kasache, den ich hier gesehen habe. Haha. Ach, er sieht dieses Video sowieso nicht, also von daher kann ich über ihn lästern, wie ich will. Jedenfalls, wir haben gegen die wahrscheinlich abgefucktesten Arschlöcher der ganzen Welt gespielt. Wenn einer von euch, wenn zufällig einer von meinen Abonnenten einer von diesen beiden Kerlen ist, dann, tut mir nicht leid, dann seid ihr wirklich solche Arschlöcher. Also ich hoffe mal nicht, dass irgendeiner von euch, da mitgespielt hat, weil die beiden haben auch in einer Konsole gespielt und waren die größten Pisser. Und zwar, seht ihr gerade, oder habt ihr gerade gehört vielleicht, beide spielen mit RPG, obwohl nee, ich glaube einer spielt mit RPG und der andere mit einer Small. Jedenfalls hauen sie beide mit Raketenwerfer rauf, was extrem auf die Eier geht. Ich weiß gar nicht, ob beide haben mit Raketenwerfer gespielt als Sekundär und ich glaube der eine mit MP7, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme auch die MP7, also von daher kann ich ihnen jetzt nicht irgendwie sagen, ja, MP7 ist overpowered, weil ich benutze auch die MP7. Aber alleine, die haben wirklich fast, ich glaube die Hälfte der Kills, die die gemacht haben, waren mit Raketenwerfern. Und wir haben auch, glaube ich, wirklich fast die ganze Zeit da gecampt, in diesem Turm, was echt ziemlich auf die Nerven gegangen ist. Aber naja, wie dem auch sei. Ich wollte euch mal fragen, ich habe jetzt, glaube ich, ich kann mal kurz eben gucken, ich habe noch 1, 2, 3, 4 Gameplays auf dem PC, die ich halt mit Thomas gespielt habe. Da habe ich dann auch, sagen wir mal, live aufgenommen. Also das heißt im Endeffekt, ich habe... zwar aufgenommen live, also ihr seht beide Perspektiven, also oben ich und unten Thomas, aber ich muss es halt trotzdem nachkommentieren, also es wäre jetzt kein Live-Commentary. Ich würde es dann wahrscheinlich auch so machen, dass ich dann pro Video 2 Gameplays mache, weil ich glaube die Gameplays sind immer nur so 5 Minuten lang ungefähr. Kann ich auch immer gucken, das eine ist 4 Minuten, das andere ist 5, das andere ist 4 und das andere ist 6. Ja gut, also dann würde ich wahrscheinlich immer 2 Gameplays in ein Video packen. Ob ihr das sehen wollt, dann haue ich die nämlich mal morgen und übermorgen raus. Dann gibt es halt meinetwegen mal 2 Parts am Tag. Soll mir ja recht sein. Ihr werdet es ja, ihr werdet ja wahrscheinlich trotzdem beide gucken. Sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich spiele momentan echt gerne 2 gegen 2, also auch an einer Konsole. Früher habe ich es gehasst, an einer Konsole zu spielen, weil halt der Bildschirm so extrem klein war. Aber bei 2 gegen 2 ist das halt echt geil, weil du dich halt wirklich auf, weil ihr euch wirklich aufeinander verlassen müsst. Und das war extrem gut. Vor allem ist mir aufgefallen, dass ich und Thomas fast genau gleich gut bin. Sind, nicht bin. Oh Gott. Und zwar haben wir fast immer gleich viele Kills. Also wir haben fast immer beide 15 Kills. Genau 15. Gut, manchmal hat einer 14, einer 16 oder so, aber wir haben fast immer beide 15 Kills und auch fast immer genau die gleichen Tode. Also ich glaube, wir sind meistens immer so zwischen 5 und 6 Tode. Ich habe ein Gameplay aufgenommen, da habe ich sogar bei 2 gegen 2 eine AC-130 bekommen. Habe dann mit der AC-130 selber, glaube ich, nur 1 oder 2 Kills gemacht. Weil das war einmal auf Getaway, also diese Karte, die fast nur aus dem Haus besteht. Und zweitens habe ich das Gefühl, ist die AC-130 sehr viel schlechter geworden als in MW2. Jetzt nicht wegen von der Stärke her, von der Stärke ist glaube ich nur ein bisschen schwächer, aber von der Genauigkeit. Also ich weiß, bei MW2 war es so, da wo ich hinziele, da landet der Schuss dann auch. Und bei MW3 ist es extrem verzogen. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich wollte durch so ein Fenster schießen, durch so ein riesen Panoramafenster, wollte ich mit der AC-130 durchschießen, bin genau auf dem Fenster und alle Schüsse fliegen aufs Dach. Also da habe ich mir auch gedacht so, hä? Was ist da los? Bin ich besoffen? Aber nein. Und da fliegen mir erstmal 2 Raketen ins Gesicht. Cool. Das gefällt einem doch ganz toll. Ja. Worüber könnte ich noch reden? Ich wollte noch irgendwas richtig Wichtiges sagen. Ah ja, genau. Ich ziehe mir heute erstmal ganz gechillt den Livestream rein von der Gamescom. E3, nicht Gamescom. Streich Gamescom, von der E3. Ich glaube, das war heute, am 4.6., ja. Da freue ich mich mal tierisch drauf. Also, boah, E3, das wird saugeil. Ich werde wahrscheinlich mit Marco, den kennt ihr ja,
das zusammen gucken und er wird es vielleicht aufnehmen. Also er wird es dann vielleicht aufnehmen, bei sich hochladen, also halt, dass wir dann kommentieren und so einen Kack und dann halt einfach unsere Meinungen dazu preisgeben. Dann kann ich aber jetzt schon sagen, heult nicht rum, wenn wir dazwischen reden, weil wir geben einfach unsere Meinung im Preis und wir achten jetzt nicht darauf, dass er aufnimmt, sondern ich laber einfach, wie ich normalerweise auch labern würde. Ich lade es auf meinem Kanal nicht hoch, einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Weil wegen Urheberrecht und so ein Kack, weil ich weiß halt, bei Spielen darf ich das halt, weil wegen Fair Use und so ein Kack. Da hat ja TGN die Rechte, aber ich weiß nicht, wie es aussieht bei Livestreams und so. Das wäre ja fast so, als wenn ich einen Film hochladen würde. Deswegen, lass ich das lieber, aber er macht es halt und dann bin ich halt dabei. Und habt ihr diesen geilen C4-Kill gesehen? Der war echt cool. Boah. Mann, ich muss nur 8... Ja, genau, das war übrigens auch das längste Gameplay, weil wir haben ziemlich knapp gewonnen. Was heißt ziemlich? Wir haben, glaube ich, das Knappeste, was ging. Und ich weiß echt nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich kann euch ja mal eben zeigen, oder was heißt zeigen? Ich kann euch mal eben vorlesen, was ich noch auf der Platte habe. Ich habe... Was habe ich jetzt noch auf der Festplatte? Eigentlich fast nichts mehr. Ich habe noch ein paar COD-Gameplays. Ich habe aus irgendeinem Grund ein kurzes Video für Metal Gear Solid 4. Das geht aber auch nur 3 Sekunden lang, warum auch immer. Ah, ich habe Schluck auf. Und dann, ach, genau, ich habe Vergleichsvideos gemacht, weil ich weiß gar nicht wer. Irgendeiner hat unter mindestens 5 Videos geschrieben, PlayStation 3 hat viel bessere Grafik. Als Xbox. Das ist bewiesen. Und, ich sag mal so, ich bin nicht der Meinung, dass irgendeine von den beiden Konsolen eine bessere Grafik hat. Also ich sehe da echt keinen Unterschied. Ich habe jetzt mal Vergleichsvideos gemacht, hab die jetzt auch zusammengeschnitten in Sony Vegas. Ich bin eigentlich nur noch am Rennen und will es noch kommentieren. Aber ich kann ja schon mal sagen, was ich jetzt für Gefühle habe, sag ich mal. Und zwar ist mir aufgefallen, die Dinger nehmen sich beide nichts. Also, mir ist aufgefallen bei der, bei der PlayStation 3 sind die Farben schwärzer, sag ich mal. Also die Farben sind tiefer. Das Schwarz ist tiefer, was extrem geil ist. Also vor allem, wenn man in der Nacht spielt, dann ist das Schwarz viel tiefer. Aber dafür habe ich gemerkt, dass die Farben auf der Xbox ein bisschen kräftiger sind, also ein bisschen bunter. Ansonsten eigentlich nicht viel. Ich glaube, die eine Konsole war heller als die andere. Das lag aber daran, weil ich bei der Xbox schon alle Helligkeiten eingestellt habe und bei der PlayStation 3 nicht. Oder andersrum, irgendwie so war es. Ich habe mir nämlich nur schnell ein paar Spiele von meinem Vater abgefuckt und habe dann die schnell aufgenommen, weil ich habe ja nicht so viele Spiele, wie viele PlayStation 3. Jedenfalls, wenn ihr nach der Grafik geht, die beiden Konsolen nehmen sich beide nichts. Der einzige Vorteil, ich sag mal, was ich jetzt persönlich sage, der Vorteil, die Xbox hat Xbox Live, was ich persönlich ein bisschen besser finde als PlayStation Network. Ich finde es einfach komfortabler, muss aber jeder für sich selber entscheiden. Und die PlayStation 3 hat halt einen Blu-ray-Player. Das ist es halt. Ansonsten, ja, die Controller gehen halt noch. Ich persönlich bevorzuge den Xbox 360-Controller, obwohl ich mittlerweile mit dem PlayStation 3-Controller auch extrem gut klarkomme. Was mich allerdings bei dem PlayStation 3-Controller ein bisschen stört, ist, dass das Ding nur einen Akku hat und keine Batterien. Also, es kommt oft genug vor, dass ich vergesse, das Ding aufzuladen. Dann will ich mal spielen, dann sitze ich da und dann geht der Controller nicht an. Und ich denke so, ja, geil, scheiße, jetzt kannst du nicht spielen, weil ich habe ja auch nur einen Controller. Geil. Ja. Aber das Spiel neigt sich jetzt dem Ende. Wir haben 3000 zu 2100 gewonnen. Das heißt 30 Kills zu 29. Das war der letzte entscheidende Kill. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, weil ich mich jetzt da rum verreckt gelabert habe. Aber ich habe ihn ein bisschen flankiert. Also es war so, dass Thomas die ganze Zeit geballert hat. Er hat sich auf Thomas konzentriert. Ich bin einmal rumgelaufen und habe ihn erwischt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein!